Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, wie bereits schon angekündigt in der letzten Folge, stehen wir immer noch hier und ich habe immer noch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Also das Einzige, was wir jetzt geschafft haben, ist, dass hier oben zweimal Rauch rauskommt und das ist auch das Einzige. Wobei ich irgendwie seltsam finde, wie der Rauch geformt ist. Ich meine, das ist, glaube ich, nicht die Form, die wir hier hinten brauchen. Nee. Das ist auch seltsam. Also die Form, ich müsste mir das mal aufmalen. Moment, also wir haben so eine Art 9 auf dem ersten. Dann so ein Schlenkerl, eine 8 und eine 0. So. Ich habe nur keine Ahnung, was... Ist das ätzend mit diesen Ansichten hier? Ich habe nur keine Ahnung, was hier bei dem dritten Rohr eigentlich sein soll. Das sieht so ein bisschen aus wie die 8, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die 8 sein soll. Weil es sieht halt nicht aus wie eine 8, also nicht wirklich. Die 4 hingegen, das könnte schon dieses Geschlenkel sein. Also das sieht ziemlich originalgetreu aus. Was mir aber trotzdem nicht weiterhilft, weil auch die Farben nicht stimmen und so. Deswegen, ja, komme ich nicht mehr. Doch, jetzt kann ich wieder. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte eigentlich hier zu den Dingern hin. Also was ich immer noch total seltsam finde, ich meine, gut, die Farben jetzt mal hin oder her. Ich denke mal, das Blau wird jetzt sowieso falsch sein. Da müssten wir, wenn, dann noch was dazulegen oder so. Ich würde jetzt die gerne mal alle rausmachen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas übersehe oder ich habe keine Ahnung. Steht da jetzt noch irgendwas drin? Nee, ne? Das war offen. Genau. Das war offen. So. Dann haben wir hier noch die blauen und die... Moment, jetzt habe ich aber gerade was gesehen. Und die nehmen wir eben raus. Blau und gelb, oder was das sein soll. Da haben wir zwei von. Ja, bei den anderen nicht nur eins? Da ist nur... Ach, das ist... Moment. Da ist auch rechts noch eins und da ist links eins. Das bringt mich jetzt gerade im Moment noch nicht weiter. Aber ich, das muss doch irgendwas... Hallo, Mauszeiger? Das muss doch irgendwas damit zu tun haben, dass ich hier nicht weiterkomme, nehme ich mal an. Also ich nehme hier die Farben nochmal... Achso. Nehme ich nochmal komplett raus. So. Jetzt ist die Frage, das Ding können wir hier nicht anvisieren. Warum können wir das nicht anvisieren? Das Ding können wir... Ups, das Ding können wir doch auch hochheben. Weil wenn nämlich hier... Moment, jetzt ist da... Ach, das... Halt, warum dreht sich das jetzt? Achso, es dreht sich, bis ich nochmal drücke, okay. Müssen die Löcher jetzt übereinander sein? Ah, Moment. Oder muss das... Das würde... Moment. Was hatte ich jetzt eben gesagt? Als letztes hatten wir... Ich gucke nochmal eben nach. Rot, blau, blau, gelb. Genau. Dann würde ich jetzt da... Hier ist jetzt das Loch vorne, ne? So. Rot, blau, blau, gelb. Also wir haben zweimal gelb. Das irritiert mich irgendwie so ein bisschen. Dann nehmen wir trotzdem jetzt das Gelbe und legen das mal hier rein. Es ist gelb. Es ist gelb. Ja, sollte es ja auch eigentlich sein, ne? Aber da oben, das Ding ist irgendwie noch nicht richtig. Also ich glaube, die Trichter sind doch irgendwie nicht in der richtigen Reihenfolge oder so. Ich weiß es noch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall stimmt die Farbe schon mal. Das macht mich doch schon mal happy. Wenn ich jetzt meinen Mauscursor noch benutzen könnte. So. In dem mittleren bräuchten wir blau. Hallo? So, wenn ich das Ding jetzt hoch mache, dann ist hier auch die Ecke unten.
Also unten links. Blau. Jetzt nimmt er das auch an. Das lag all. Oh, ich könnte mich selbst so ohrfeigen, ne? Jetzt kommt Blau raus. Das lag an diesen Dingern, die ich nicht gesehen hatte. Nein, hier soll ich oben bleiben. Ich hatte das ja schon hochgemacht, aber ich habe es nicht gecheckt, dass man das hier unten drehen kann. Ja, die sind immer hier unten links. Och, nee, ich könnte mich wirklich so ohrfeigen gerade. Ich habe da so lange rumgemacht in der Folge davor. Und habe es einfach nicht gecheckt, dass man die. Weil ich habe ja schon gedacht, das habe ich ja auch gesagt in der letzten Folge, dass das Loch, also dass wir eigentlich über dieses Loch normalerweise die Dinger hinlegen müssten. Aber das ging ja nicht, weil wir das Loch ja nicht verdrehen konnten, sage ich mal. Ach nee, das sind diese Schlangen. Oh, jetzt kann ich das wieder nicht ändern mit der Ansicht hier. Nee, das ist die 8. Das ist die 8, ja. Das heißt, die 2 muss in die 3 rein. Was dann gleichzeitig heißt. Aber ich weiß immer noch nicht, was das zweite blaue sein soll. Was dann aber theoretisch heißt, dass die 3 in die 2 rein müsste. Okay, Moment, da gucken wir gleich nochmal nach. Da müssten das hier theoretisch die Kreise sein oder so. Ich blick nicht so ganz durch. Moment, also da legen wir jetzt erstmal rot rein. So, ist jetzt nur die Frage. Das ist nämlich noch nicht übereinander. Wo ist denn der Hebel? Ach, da unten. So. Okay. Das mit dem Rot, das funktioniert schon mal. Das ist schon mal gut. Ah ja. Jetzt kommen richtige Kreise. Das heißt, die 1 muss in die 4. Wenn ich das richtig verstehe, die 3 in die. Soll das dann die Spirale sein hier? Also die müssten quasi alle einmal entgegengesetzt ausgetauscht werden, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das heißt, wenn ich denn mal hier rankommen würde, weil eigentlich, das hier ist ja Trichter 4, ne? Genau, Trichter 4. Okay. Der müsste dann getauscht werden mit Trichter 1. Ach, jetzt. Ja, klar. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Wobei, den hier würde ich jetzt so nicht erkennen, muss ich sagen. Doch, das waren die Kreise, glaube ich, ne? Das sind hier große, kleine Kreise. Genau, das sind die Kreise. Dann hätte ich schon beim Reinlegen eigentlich feststellen müssen, dass das genau falsch herum gewesen ist. Ja. Okay, das, ja. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen. So, mal schauen. Dann nehmen wir das hier noch raus. Ist so blöd, dass der die Perspektiven dann immer komplett anders ändert. Mir wird ja schon ganz schwindelig von der ganzen Sache. So, hier müsste denn jetzt Trichter Nummer 3 rein. Das ist der. So. Und da müsste theoretisch Trichter Nummer, ich weiß nicht mehr, 2 war es, glaube ich, rein. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ah, oh, endlich. Wir haben den Segen des Wächters für die Überquerung. Danke, Kate Walker. Im Namen des Stammes danke ich dir tausendfach. Es gibt nur ein kleines Problem. Ohne den Zollbeamten gibt es niemanden mehr, der die Brücke bedient. Dafür habe ich die Lösung, Kate Walker. Ach so.
Es sieht aus, als müsste jemand an diesem Ufer zurückbleiben, damit die anderen hinüber können. Und ich bin eindeutig der Richtige. Oscar, nein! Nicht schon wieder! Kate Walker, wenn Sie mit dem Stamm drüben sind, holen Sie mich einfach mit der Seilrutsche hinüber, die Sie vorhin schon benutzt haben. Nein, wir tauschen Rollen. Ich bringe alle hinüber und komme dann mit der Seilrutsche nach. Ihre Sorge hat keinen Zweck, Kate Walker. Und... Die Soldaten, wir müssen los! Oscar! Kate Walker! Wir brauchen Hilfe! Schnell! Kreis unterbrechen. Rechte und linke Aufzugsteuerung. Umkehr. In Gang setzen. Oscar! Kate Walker! Nein! Suchen Sie vielleicht das hier? Das Spiel ist aus, Kate Walker. Nun, Frau Walker? Na gut. Ich schätze, Sie haben gewonnen. Neutralisiert dieses Weibsstück. Nutzen Sie die Reise, um sich zu entspannen. Wir haben genug Zeit, uns zu unterhalten, wenn wir ankommen. Alle Zeit, die wir brauchen.
Ja, und das war Siberia 3. Das Ende war jetzt doch sehr, sehr offen. Ich hoffe jetzt wirklich inständig, dass dann noch ein Siberia 4 kommt, weil, ja, man hat doch sehr viele offene Fragen. Ich meine, die Jukul haben es ja offensichtlich geschafft. Sie mussten ja nur über diese Brücke kommen und das war dann ja auch, ja, nicht ganz das Ende ihrer Reise, aber zumindest das Ziel, damit sie halt nicht weiter verfolgt werden. Also gehe ich mal davon aus, dass sie auch dort angekommen sind und ihre Reise beenden konnten. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt mit Kate Walker? Sie ist jetzt in den Fängen des Bösen sozusagen, also unserer bösen Gegenspieler. Und was passiert da? Wie wird sie da wieder entkommen und so weiter? Leider, leider habe ich Siberia 1 und 2 nicht gespielt. Den zweiten Teil, der war es, glaube ich, den habe ich mir aber gekauft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich eventuell sogar beide Teile habe. Ich werde auf jeden Fall die ersten Teile auch nachträglich nochmal spielen. Wird natürlich grafisch leider nicht ganz so geil sein, wie es jetzt ist, aber gut, das ist dann halt leider so. Es gab auch gar keinen Abspann, das hat mich jetzt gerade ein bisschen gewundert. Mein Fazit zu diesem Spiel, wie ihr wahrscheinlich schon aus den ganzen Let's Play-Aufnahmen jetzt davor entnehmen könnt, ich fand das mega, mega geil. Ich fand die Story sehr, sehr geil. Es hat sich hier und da mal ein bisschen extrem gezogen, gerade wenn man bei den Rätseln immer so lange gebraucht hat. Ich weiß nicht mehr, dieses Kohlerätsel oder was das war, wo wir das Schiff in Gang setzen mussten zum Beispiel. Das hat mich total angekotzt. Oder jetzt hier mit den Rauchzeichen geben. Ich habe es einfach nicht gecheckt, dass die Dinger da unten sind. Und dann habe ich Pause gemacht und war eben noch mal kurz essen und ja, habe eigentlich gar nicht mehr an das Spiel gedacht und setze mich wieder hin. Auf einmal denke ich, hä, was sind das da für Dinger? Und ja, sowas passiert. Ähnlich ist es mir auch passiert in ich komme gerade nicht mehr auf den Namen in diesem einen Spiel, wo die gegen die Ratten immer wieder gekämpft haben, beziehungsweise wo wir als Schwester mit unserem kleinen Bruder durch die Gegend gelaufen sind und der die Ratten kontrollieren konnte. Da ist es mir genauso ergangen. Ich habe bestimmt, weiß ich, 2, 3 Stunden habe ich an einem Endgegner gehangen und ich musste wirklich nur noch diese eine kleine Szene machen. Ich habe es nie hinbekommen. Dann habe ich aufgehört, bin essen gegangen oder irgendwas. Also ich bin auf jeden Fall vom PC weggegangen, bin danach nochmal rangegangen. Zack, beim ersten Mal hat es geklappt. Das ist dann manchmal braucht man wirklich diesen Abstand. Ja, und sieht plötzlich Dinge, die man vorher garantiert gesehen hat, aber überhaupt nicht registriert hat irgendwie. Ja, oder es einfach nur nicht gecheckt hat, wie in meinem Fall, dass man das erst hochmachen muss und dann kommt halt dieser Punkt, weil habe ich so absolut null vorher drauf geachtet. Ja, was ich sehr, 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 sehr geil fand, dass es wirklich ein Point-and-Click-Adventure in 3D ist, ist wirklich das allererste seiner Art, habe ich jetzt so noch absolut nicht kennengelernt vorher. Ähnliche Sachen kennt man, ne? Wo man durch die Gegend läuft und dann auch so Sachen machen kann, ähnlich wie beim Point-and-Click-Adventure. Aber es war ja auch in der Beschreibung bei Steam drin, dass es das erste seiner Art gewesen ist. Und ja, zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, denke ich auch wirklich, dass es das erste gewesen ist. Was ich ein bisschen seltsam fand, war, die Videoszenen hatten immer so eine mega schlechte Auflösung. Also es war, glaube ich, noch nicht mal 720 oder so. Und also die sahen immer mega unscharf aus. Aber das Spiel an sich, auch jetzt gerade die Sequenzen, wenn die am Reden waren und so, war dann wieder gestochen scharf. Und ich habe mir eigentlich gewünscht, dass die Zwischensequenzen auch so gewesen wären. Ja, ich lasse mich gerne, gerne überraschen, wenn vielleicht doch noch ein Siberia 4 kommt. Für heute kann ich mich leider erstmal nur aus dieser Folge und aus dem Let's Play verabschieden und bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ja, hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao!